Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Nee, warte. Wahr oder falsch? Das ist heute die Frage. Wir schauen uns nicht irgendeine komische britische Literatur an, sondern Booleans. Was sind die und wie kann man damit umgehen? Davor gibt's noch schnell die Auflösung zur Aufgabe vom letzten Video und den Zusammenhang zum Perzeptron. Der Code zum Video ist wie immer im GitHub zu finden. Den Link findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung. Also startet eure Python-Programmierumgebung und los geht's! Die Aufgabe aus dem letzten Video war es, den ersten Teil der Perzeptron-Funktion in eine Python-Funktion zu packen. Ziel war es, am Ende eine Funktion definiert zu haben, sodass man die richtige Ausgabe mit y gleich Perzeptron w, x bekommt. Wie kann man so eine Funktion definieren? Wir schreiben def Perzeptron, Klammer auf, w, x, Klammer zu und am Ende einen Doppelpunkt. Der Inhalt der Funktion ist der Code aus dem vorletzten Video, also y ist gleich np.w, x. Easy! Das setzt jetzt voraus, dass wir NumPy schon als np importiert haben. Also geht nochmal sicher, dass ihr das in eurem Code gemacht habt. Die Variable y geben wir jetzt mit return zurück. Das war's schon. Cool! Lasst das mal kurz testen. Wir nehmen mal an, dass wir die Daten wie schon in den letzten Videos importiert haben und die Gewichte zufällig erstellt haben. Dann können wir unter der Definition der Funktion die Zeile y gleich perzeptron w, x schreiben. Danach schreiben wir print y und klicken auf Go. Auf die Konsole wird eine Zahl ausgeschrieben, zum Beispiel 32,914 und so weiter. Die Zahl wird bei jedem anders sein. Das hängt ja von den zufälligen Gewichten ab. Hauptsache, die Funktion klappt und es gibt keine Fehler. Cool! Wie machen wir weiter? Denn fertig sind wir noch nicht. Das ist ja nicht die volle Perzeptron-Funktion, sondern nur der obere Teil der Funktion. Genauer gesagt sogar nur w.x plus b. Heute gehen wir einen Schritt weiter und schauen, ob w.x plus b größer als 0 ist oder nicht. Dafür brauchen wir Booleans. Booleans sind ein ganz wichtiger Datentyp, der uns bisher noch nicht begegnet ist. Wenn eine Variable ein Boolean ist, dann nennt man das auch eine boolsche Variable. Booleans und boolsche Variablen sind im Endeffekt das Gleiche. Aber wenn wir im Folgenden boolsche Variable sagen, soll das aber heißen, dass wir den Boolean als Variable in Python speichern. Der Mathematiker George Boole hat 1854 ein Meisterwerk der algebraischen Logik veröffentlicht. Und jetzt gibt's einen Datentyp in Python, der nach ihm benannt wurde. Nicht schlecht. Naja, eigentlich ist ein ganzes Teilgebiet der Mathematik nach ihm benannt. Aber der Datentyp in Python ist auch cool. Aber genug Geschichtsunterricht. Was ist jetzt ein Boolean bzw. eine boolsche Variable? Eine boolsche Variable kann nur zwei mögliche Werte haben, wahr oder falsch. Also, es ist genauso eine Variable, wie wir bisher Strings oder Zahlen hatten. Nur, dass es auf diese zwei möglichen Werte beschränkt ist. Was man mit Booleans anfangen kann, schauen wir uns im nächsten Video genauer an. Aber heute müssen wir uns erstmal die ganzen Wege anschauen, wie man Booleans erstellt. Dabei könnt ihr euch trotzdem schon überlegen, wie man Booleans als Kondition verwenden könnte. Nice! Versuchen wir mal, eine boolsche Variable Hund zu definieren, die uns sagen soll, ob das Tier ein Hund ist oder nicht. Eine Möglichkeit, boolsche Variablen in Python zu erstellen, ist es, Keywords zu verwenden. Zum Beispiel schreiben wir Hund ist gleich true. Das heißt auf Englisch wahr, also hat die Variable Hund den Wert true gespeichert. Das ist quasi so, als würden wir schreiben Hund gleich 1. Nur ist der Wert hier nicht 1, sondern das Keyword true. Genauso könnten wir schreiben Hund ist gleich false. False heißt auf Englisch falsch. So erstellt man also eine boolsche Variable, die den anderen möglichen Wert hat. In dem Falle wäre es also kein Hund. Und der Wert der Variable wird überschrieben. Wir speichern das mit dem gleichen Variablennamen, weil wir später die Variable Hund nutzen wollen, um auszuwerten, ob das ein Hund ist oder nicht. Aber wie immer könnt ihr den Namen der Variable beliebig wählen. Wichtig ist, dass ihr den ersten Buchstaben von True oder False groß schreibt. Sonst greift ihr nicht auf das Keyword zurück, sondern Python versucht, auf die Variable True oder False kleingeschrieben zurückzugreifen. Vielleicht gibt's die, dann macht der Code das Falsche. Oder vielleicht gibt's die nicht, dann gibt's eine Fehlermeldung. Alles klar, mehr können boolsche Variablen eigentlich nicht. Boolsche Variablen so zu definieren, ist also nur in ganz bestimmten Fällen nützlich. Zum Beispiel, wenn ihr manuell etwas in eurem Code an- oder ausschalten wollt. Viel nützlicher ist es, boolsche Variablen mit Hilfe von logischen Operatoren zu erstellen. Wie schon im Video »Wie rechnet man?« besprochen wurde, gibt es für fast alle Datentypen Operatoren. Booleans sind hier jedoch eine kleine Besonderheit. Es gibt nämlich einen ganzen Satz an Operatoren, die einen boolschen Wert ausgeben.
Es gibt also einen logischen Term, der ausgewertet wird und das Ergebnis kann dann als boolsche Variable gespeichert werden. Nennen wir diese Operatoren mal die logischen Operatoren. Wie die Addition und Multiplikation kennt ihr auch hiervon schon einige aus dem Matheunterricht. Zum Beispiel die Vergleichsoperatoren. Schauen wir uns die mal als erstes an. Mit den Vergleichsoperatoren checkt man beispielsweise, ob eine Variable y größer als ein Wert ist. In dem Beispiel größer als 10. Oder gleich dem Wert ist. Kleiner gleich und so weiter. Genau das wollen wir ja auch bei der Perzeptron-Funktion checken. Cool! Lass uns die Vergleichsoperatoren mal direkt als Code anschauen. Wir erstellen jetzt die boolsche Variable Hund als Hund ist gleich y größer 0. Der logische Term ist hier y größer 0. Wenn das stimmt, dann hat die Variable Hund den Wert True. Falls nicht, dann hat die Variable den Wert False. Cool! Da brauchen wir auch keine Klammern oder so. Auch wenn es vielleicht ein bisschen ungewohnt aussieht, weiß Python, was damit zu tun ist. Geil! Wie sehen jetzt die anderen Symbole der Vergleichsoperatoren aus? Die Gleichheit schreibt man mit zwei Ist-Gleich-Symbolen. Ein einzelnes Ist-Gleich-Symbol wird ja schon für die Zuordnung der Variablen verwendet. Also müssen wir hier zwei verwenden. Ungleichheit kann man auch testen lassen. Dafür nutzt man Ausrufezeichen Ist-Gleich. Das bedeutet so viel wie Nicht-Gleich. Ob die Variable kleiner ist, checkt man logischerweise mit dem passenden Symbol. Außerdem gibt's auch noch kleiner gleich und größer gleich. Dafür hängt man jeweils ein Ist-Gleich an den Vergleichsoperator. Geil! Übrigens muss man hier nicht eine Variable mit einer Zahl vergleichen. Man kann genauso eine Variable mit einer anderen Variable vergleichen. Oder eine Zahl mit einer Zahl. Chillig! Natürlich war's das noch nicht mit den logischen Operatoren. Zu den Vergleichsoperatoren kommen unter anderem noch die Operatoren der boolschen Algebra. Das sind Operatoren, die nicht nur Booleans ausgeben, sondern auch nur Booleans verarbeiten. Diese Python-Operatoren funktionieren genauso wie in der boolschen Algebra. Falls ihr die boolsche Algebra noch nicht kennt, könnt ihr euch gerne noch dieses Video hier anschauen. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Für das Perzeptron brauchen wir diese Operatoren zwar nicht, aber in anderen Anwendungen werdet ihr sie sicherlich brauchen. Also schauen wir mal die drei Operatoren an. In der boolschen Algebra gibt's generell nur drei mögliche Operatoren. Und, oder, nicht. Die schreibt man in Python kleingeschrieben mit ihren englischen Namen AND, OR und NOT. Zum Beispiel könnten wir schreiben Hund gleich y größer gleich 0 AND y ungleich 0. Hier muss man beide Male y schreiben, weil Python nur einzelne Vergleiche machen kann. Also y größer gleich 0 AND ungleich 0 funktioniert nicht. Okay, wenn y gleich 0 wäre, dann würde der erste Term ja true sein und der zweite false. Nach den Regeln der boolschen Algebra wäre das dann zusammen false. Alles klar, statt AND kann man genauso ein OR hier hinschreiben. Wenn immer noch y gleich 0 ist, dann haben wir true or false. Nach der boolschen Algebra wird das zusammen zu true. Wichtig ist nur, dass wir zwei Booleans nehmen und daraus einen machen. Der Operator NOT ist da ein bisschen anders. Der macht aus nur einer boolschen Variable eine andere. Genauer gesagt, er negiert die boolsche Variable. Man schreibt also zum Beispiel Hund ist gleich NOT y gleich 0. Im Prinzip wäre das dann äquivalent zu Hund gleich y ungleich 0. Also wenn y gleich 0 true ist, wird der ganze Term zu false. Trotzdem kann der NOT-Operator oft sehr nützlich sein. Zum Beispiel in Kombination mit dem Identitätsoperator, den wir uns als nächstes anschauen. Die letzten zwei logischen Operatoren, die wir uns anschauen, sind is und in. Der is-Operator, den man auch Identitätsoperator nennt, ist fast dasselbe wie das Gleichheitssymbol. Der Unterschied hat damit zu tun, wie die Variable im Computer gespeichert ist. Genaueres geht hier ein bisschen zu weit, aber ihr könnt es gerne nachschauen. Zum Beispiel mit diesem Link, den ihr auch in der Videobeschreibung findet. Wichtig ist nur, dass print 5 is 6 dieselbe Ausgabe hat wie print 5 gleich 6. Und genauso für print 5 is not 6 und print 5 ungleich 6. Am besten verwendet ihr aber das doppelte Gleichheitssymbol. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Cool! Ein Operator bleibt uns noch. Und das ist ein ganz mächtiger. Der in-Operator macht genau das, wonach es sich anhört. Man benutzt den in-Operator, um herauszufinden, ob ein Wert in einer Menge enthalten ist. Also zum Beispiel können wir checken, ob es den Wert 0 in unserer Feature-Matrix gibt. Dafür schreiben wir print 0 in feature. Cool, das waren schon alle wichtigen logischen Operatoren. Fassen wir alles nochmal zusammen. Heute haben wir Booleans bzw. boolsche Variablen kennengelernt. Eine boolsche Variable kann nur zwei mögliche Werte haben, wahr oder falsch. Diese erstellt man meistens mit Hilfe von logischen Operatoren.
Dazu gehören die Gleich- und Ungleichheit sowie die bekannten Vergleichszeichen. Größer, größer gleich, kleiner und kleiner gleich. Die Operatoren der Boolschen Algebra gibt's auch in Python. Das sind AND, OR und NOT. Als letztes haben wir uns noch zwei andere Operatoren angeschaut. Der IS-Operator ist vergleichbar zum Gleichheitszeichen. Und der IN-Operator prüft, ob etwas in einer Menge enthalten ist. Geil! Wieder was Neues gelernt! Im nächsten Video schauen wir uns an, wie man Booleans sinnvoll nutzen kann und machen die Perzeptron-Funktion fertig. Bis dahin solltet ihr die bisherige Perzeptron-Funktion so anpassen, dass sie einen Boolschen Wert zurückgibt. True, wenn der Wert von y größer als 0 ist und false, wenn nicht. Macht euch auch nochmal Gedanken, wie man die verschiedenen logischen Operatoren gut nutzen könnte. Und spielt ein bisschen damit rum. Auch hier gilt wieder Learning by Doing. Haut rein und bis dann!